Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Gut Kick und los geht's. Im letzten Video ging es um Emre Can. Wer es noch nicht gesehen hat, kann es gerne nach diesem Video anschauen. Heute geht es um ein wichtigeres Thema, und zwar geht es um Rassismus. Im alltäglichen Leben werden jeden Tag Menschen mit Rassismus konfrontiert. Am Ende des Videos sage ich euch meine Meinung dazu. Heute erzähle ich euch die Einzelheiten über einen Vorfall im Spiel Hertha BSC gegen Schalke 04. Im Spiel wurde der Herthaner Defensivspieler Jordan Torunariga in der 84. Minute von einem Teil der Schalke-Fans in der Südtribüne, als er auf den Boden lag, mit Feuerzeugen beworfen und mit Affengeräuschen beleidigt. In der Verlängerung sah er dann die gelb-rote Karte, weil er nach einer Grätsche von Omar Mascarell in der Nähe von der Schalke-Auswechselbank gegen den Trainer David Wagner reingerutscht ist und eine Getränkekiste auf den Boden geworfen hat. David Wagner sah anschließend auch die rote Karte, die heute wieder revidiert worden ist, weil auf den Fernsehbildern es so aussah, dass er ihn am Nacken gepackt hätte. Nach dem Spiel Hertha gegen Schalke nahm die Polizei Gelsenkirchen die Ermittlungen auf. John stellt auch eine Strafanzeige mit Unterstützung des Vereins gegen Unbekannte. Hoffentlich werden die Schuldigen gefunden und bestraft, denn sowas gehört nicht zum Fußball. Jordan Torunariga wurde am 7. August 1997 in Chemnitz geboren. Sein Vater, Oyo Koyo, ist ein ehemaliger Fußballprofi, der in Deutschland für die Vereine Fortuna Fürth, dem Chemnitzer FC, Borussia Neunkirchen und FC Sachsen Leipzig gespielt hat. Sein Vater ist der erste afrikanische Fußballprofi, der nach dem Mauerfall in Ostdeutschland gespielt hat. Oyo Koyo wurde schon in seiner aktiven Laufbahn, als er für Chemnitz gespielt hat, von einem Straßenmob aus einem Stadtfest verjagt. Die Polizei ist erst eingegriffen, als sie bemerkt hatten, dass er ein Fußballprofi ist. Da habe ich einen Appell an euch. Wenn ihr im Stadion oder auch sonst wo so einen Vorfall bemerkt, zeigt Zivilcourage und gibt Rassismus keine Chance und zeigt gegen Rassismus die rote Karte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Für ein Like und Abo würde ich mich sehr freuen. Wie ist eure Meinung zu dem Vorfall? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Gut Kick!